So, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Um kurz vor drei gibt es heute den neuen Newsflash Nummer 6. Um kurz vor drei, deshalb bin ich auch so ein bisschen ruhiger. Ich muss ja nicht direkt unbedingt alle meine Nachbarn hier wecken. Die haben sich ja auch ihren Schlaf verdient. Zumal bei dem Wetter will man eigentlich gar nicht wirklich schlafen. Es ist so geil geworden. Und deshalb habe ich auch Bock zu kommentieren. Und deshalb gibt es jetzt einen Newsflash Nummer 6. Ja, wir fangen aber erstmal an mit Hajo Donovan Benvenuto. Ihr habt ihn alle vermisst. Nein, es ist heute keine Märchenstunde. Ich möchte heute einfach nur mal so ein bisschen nochmal erzählen, was passiert ist und wie das Ganze jetzt abgelaufen ist. Auf jeden Fall, Hajo Donovan Benvenuto war mein Partnernetzwerk, bei dem ich ziemlich unzufrieden war und wo Service ziemlich klein geschrieben wurde. Und der Hajo, der hat halt den Fehler gemacht, dass er mich aus seinem Netzwerk rausgeworfen hat. Der Hajo hat übrigens einen kleinen Penis, habe ich das schon mal erwähnt? Der hat einen richtig kleinen Penis. Warum ich das sage, dass er einen kleinen Penis hat? Weil jetzt würde jeder, der sich angesprochen fühlen würde, niemals sagen, ey, ich bin Hajo, Donovan Benvenuto und ich zeige den Commander Krieger jetzt an, weil damit würde er zugeben, dass er einen verdammt kleinen Penis hätte. Und das macht natürlich keiner. Dankeschön schon mal für den Tipp an denjenigen, der ihn mir verraten hat. Njak, njak, njak. So, auf jeden Fall der Typ mit dem kleinen Penis, der Hajo Donovan Benvenuto, der hat einen richtig kleinen, Mikropenis schon fast. Auf jeden Fall, ihr sitzt jetzt schon vor dem, ich sehe es jetzt schon förmlich vor mir, ihr sitzt jetzt schon vor dem Video und beömmelt euch, wenn ich Pech gehabt. Der hat mich auf jeden Fall aus seinem Netzwerk geworfen und hat mich gestrikt, die dumme Sau. Und ich habe daraufhin YouTube kontaktiert, habe gesagt, ey, was ist denn da los? Warum kann der Hajo Donovan Benvenuto mich striken? Wie geht das? Ich bin nur in seinem Partnernetzwerk. Daraufhin habe ich dann von YouTube die Nachricht bekommen. Ich zitiere, hi André, du bist nicht mehr bei Hajo Don, bei Punkt, im Netzwerk oder im Partnernetzwerk. Das wurde aufgelöst. Ne? Und wenn du noch Fragen haben solltest, viel Spaß und alles Gute. So, ich habe mir also meine Kontakte geschnappt von der Game Inside Show und habe gesagt, Leute, ey, das hat mir YouTube gerade geschrieben, ich will zu euch. Ja, ihr wisst ja schon, dass ich da bei denen unterschrieben habe und die Jungs haben dann alles weitere in die Wege geleitet und ich bin jetzt seit Sonntag dort gepartnert. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen aus dem Livestream, den wir mit Max gemacht haben, wo Elotrix auch mit dabei war, wo wirklich eine ausgelassene Stimmung war, wo wirklich gefeiert wurde. So kann man es wirklich sagen. Auch Max ist happy bis zum geht nicht mehr. Und ich möchte hier an dieser Stelle erstmal nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Game Inside Show machen, an die Jungs, die wirklich mich auch teilweise beruhigt haben. Wenn ich nämlich, wenn irgendwas nicht nach meinem Wunsch läuft, werde ich quengelig und nervig und so, und die haben es wirklich geschafft, dass ich wirklich runterkomme. Macht dir keine Sorgen, Kriegi. Kriegen wir schon alles hin. Und sie haben es hingekriegt und dafür nochmal riesengroßes Dankeschön an die Jungs. Auch einen geilen Service, den sie anbieten. Wenn das so weiterläuft, wird es richtig cool werden. Das kann ich hier soweit schon mal sagen. Und auf jeden Fall hat sich Hajo Donovan Benvenuto dann gestern Abend, beziehungsweise gestern Morgen, gemeldet. Und hat gesagt so, na, wie geht's dir? Hallo Krigi, alles fresh bei dir? Ich bin gerade in Florida, schlürf mir gerade hier schön die Eier mit meinem kleinen Mikropenis. Und wie sieht's denn aus? Da habe ich gesagt, so, ich warte erstmal, bis meine Kohle kommt. Und daraufhin hat er mir erstmal gesagt, ja, dein Vertrag, den haben wir mal momentan so in die Warteschleife gepackt, weil du dich ja noch da entscheiden wolltest, ob du da bei diesem neuen Netzwerk da hinzukommen möchtest. Und ja, jetzt habe ich mitbekommen, dass auf deinen Videos Werbung geschaltet wird. Und solltest du jetzt irgendwo anders sein, hast du einen Vertragsbruch begangen und ich klage dich mit, oder ich verklage dich auf $50.000. B-b-b-bum. Habe ich mir gedacht. Und da es schon morgens war, ich wieder schön irgendwie Nacht durchgezecht habe, habe ich mir gedacht, jetzt geht mir ein Kackstift. Jetzt geht mir ein Kackstift. Was ist da los? Kann der das so einfach? Habe mich dann so ein bisschen informiert und siehe da, er hat Vertragsbruch begangen. Das heißt, er hätte mich niemals aus seinem Netzwerk rauswerfen können. Dann wäre das Ganze ein bisschen anders gewesen. Dadurch, dass er mich jetzt aus seinem Netzwerk rausgeworfen hat, mache ich den langen Oschi, aber ich gehe davon aus, so wie der Typ drauf ist, wird er auf jeden Fall mal seinen Anwalt einschalten und wird das Ganze mir mal dann schriftlich zukommen lassen. So hat er es mir nämlich schon ja, quasi angedroht, dass sobald er nähere Informationen von YouTube hat, wie der Stand der Dinge ist,
dann wird er seinen Anwalt kontaktieren und dann wird alles nur noch über den Anwalt laufen. Ja, und ob er dann seine $50,000 kriegt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das heißt auf jeden Fall für euch, Freunde, die Märchenstunde, die geht weiter. Die wird weitergehen, Freunde, das verspreche ich euch. Und ich möchte euch nochmal bitten, es gab ja, der Max hat ja den Namen schon genannt von dem Netzwerk. Ich möchte euch bitten, wenn ihr das in Google eingebt, kriegt ihr eine Firma in Krefeld und eine, was weiß ich, keine Ahnung, aus der Schweiz, keine Ahnung. Das ist nicht diese Firma. Das ist nicht das Partnernetzwerk. Das ist nicht der Hajo Donovan Benvenuto mit dem verdammt kleinen Penis. Ihr braucht den Typen nicht zuspammen, der hier irgendwie in Krefeld sitzt, die arme Sau. Wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie schon 5000 Nachrichten eingegangen sind. Ey, weißt du was, wenn ich dich finde, mach ich dich kalt, Alter. Nee. Haltet ihr erstmal schön gemütlich die Füße still. Der Max und ich, wir überlegen uns dann noch was Feines. Und wir geben euch, wir machen auch eine Challenge, was weiß ich, ihr könnt ein Hajo Donovan Benvenuto Lied schreiben, singen, komponieren, was weiß ich, und das als Videoantwort posten, und das geilste Video wird dann auf unseren Kanälen präsentiert. Also irgendwie sowas, natürlich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es jetzt schon machen. Bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Also so einen richtig geilen, harten Diss-Track, vielleicht wird sich Hartmann auch dazu bereit erklären. Fand ich nicht schlecht, die Videos. Wenn du da sowas hier für einen Hajo Donovan machst, wird das geil, glaub mir. So, auf jeden Fall, die Märchenstunde wird auf jeden Fall noch weitergehen, Freunde. So viel sei gesagt. Da wird es noch richtig abgehen, da wird noch einiges kommen, Freunde, auf das ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ich möchte einfach nur meine Arbeit machen, ich möchte hier Spaß haben mit euch und ja, das ist einfach nur der Stand der Dinge. Es gab jetzt einige Leute, du bist arbeitslos, geh mal wieder arbeiten. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wüsstet, was man bei so einem Job, ach, ich kann es ja sagen, bei der AIDA habe ich 70 Stunden die Woche gearbeitet für einen knappen Tausender im Monat, netto. 70 Stunden für einen Tausender die Woche. Mag für euch jetzt viel klingen, aber geht mal Geld verdienen, dann wisst ihr, wie viel das ist. So. Also das könnt ihr knicken. Fangt übrigens niemals an zu rauchen. Und wir kommen zum nächsten Thema. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar der Puster 82, der olle Puster, der hat, ich mach's jetzt einfach mal so, ein Video hochgeladen von jemandem. Und den finde ich einfach nur super. Übrigens, Puster, mach mal hier deine Startseite auf angesagt. Finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall, er hat ein Video hochgeladen von Refine. Wenn man auf seinen Kanal geht von Refine, dann sieht man, das ist derjenige, der mit den Community News. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde den E-Refine TV, werde ich noch in die Videobeschreibung packen, nicht sofort. Also ich werde das Video hochladen und werde dann gemütlich in den Haier gehen. Also es wird dann später dabei sein. Ihr könnt aber den Kanal einfach bei Booster finden. Könnt ihr mal drauf gehen. Und der macht eine richtig geile Arbeit, der Junge. Der zeigt nämlich, was so die Woche abgegangen ist. Und das finde ich geil. Sowas habe ich gebraucht auf YouTube. Einer, der mir quasi so ein bisschen Arbeit abnimmt, da ich nicht die Möglichkeit habe, alles Mögliche Wichtige zu sehen. Er fasst das wunderbar zusammen. Finde ich richtig geil, Junge, was du da gemacht hast. Ich bin auch auf seinen Kanal gegangen, habe ihm auch ein Abo dagelassen. Kann ich auch mal zeigen. Sieht man das eigentlich hier? Sieht man das da? Ich habe ihn abonniert. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So. Ja, Videos sind monetarisiert, habe ich gesagt. Refine, könnt ihr mal raufgehen. Ist eine richtig coole Sache. Für Leute, die Angst haben, irgendwie was zu verpassen, etc., geht da drauf. So. Ansonsten gibt es eigentlich momentan nicht sehr viel. Doch. Gibt es noch was? Jetzt kommt erstmal eine Karre hier vorbeigefahren. Das waren 50, das ist okay. Und zwar, ihr seht es schon im Titel, Game Over. Was heißt Game Over? Was ist denn da los? Spielen aus oder was? Nee, der Füssel und ich, wir waren gestern schön gemütlich in der Sky-Konfi. Wer jetzt nicht weiß, wer der Füssel ist, der geht mal hier drauf und kann mal hier zum Füssel schön hüpfen. The Füssel. Das ist der Füssel. Übrigens ein ziemlich cooles Kanaldesign, gefällt mir sehr gut. Bin ich ja schon fast ein bisschen neidisch. Was mich aber definitiv stört, ist hier der hässliche Weidenfeller. Also mal ehrlich, also gibt da sympathischer einen Torwart als einen Weidenfeller, oder? Aber naja, was willst du halt von so einer Dortmunder Pfeife halt erwarten? Ja, Meister, jetzt fangen sie alle wieder an zu flamen. Nee, aber auf jeden Fall ein richtig cooler Kanal.
Und mit dem gammel ich momentan ziemlich häufig in den Skype-Konfis ab. Und wir haben uns gestern überlegt, ey, wir machen eine neue Serie. Und zwar die Serie Game Over. In der Game Over-Serie zeigen wir euch alle möglichen Arcade-Spiele. Wir haben momentan Twilight Evolution und Worms 2 Armageddon. Da werdet ihr jetzt die nächsten Tage was sehen. Ich gehe mal hier auf meine Homepage, auf den Upload-Kalender. Da seht ihr, heute kommt die erste Folge von Worms 2 Armageddon. Game Over, das heißt, der Fürst ist wieder mit dabei und zwei andere Gäste. Dann Can You Beat This, Modern Warfare 3, der Gewinner. Und natürlich der Newsflash. Morgen Battlefield 3, Game Over Worms, dann wieder Worms, dann Twilight Evolution. Das ist erstmal, also dann fahren wir mal wieder hier. Ein bisschen Galama. Auf jeden Fall, diese Game Over Serie wird jetzt erstmal so ein bisschen kommen, weil das macht einfach nur Spaß. Das macht einfach nur Laune mit dem Jungen. Wir haben da ab und zu ein Crisinho dabei, ein Dosmarker, ein Sunwise, mal ein Jochen, der dann wieder rumheult und alles Mögliche. Also da wird es auf jeden Fall viel Spaß geben. Auch schöne Sprüche, die da gekloppt werden. Das kann ich euch versprechen. Also hüpft mal drauf, schaut euch mal an. Das ist jetzt die neue Serie Game Over. Da wird es auch noch schon bald... Kann ich die Bilder, habe ich die noch hier? Nee, habe ich gelöscht. Da wird es noch bald schöne Thumbnails für geben. Wobei, hat der Fessel die schon? Hat Fessel schon die am Start? Brücker, du Biest. Ja, so sieht's aus. Nee, der hat sie noch nicht. Auf jeden Fall, das ist so eine Serie. Ihr könnt einmal bei ihm da sein Video aus seiner Perspektive sehen und einmal bei mir aus meiner Perspektive. Und das halt bei Worms, allen möglichen anderen Rands. So. Während wir hier noch gemütlich Twilight sind, übrigens mit eins der geilsten Spiele. Es gab ja auch ein paar Nörgler, die irgendwie so runtergeschrieben haben, so eine Kacke, das interessiert doch keinen, machen wir Modern Warfare 3. Also das Spiel, wie oft sich das schon verkauft hat, das kommt fast schon an Minecraft dran. Phänomenal. Also wirklich irre geil. So. Dann gibt es noch etwas, und zwar aus, ich verstehe es teilweise nicht. Ich verstehe es teilweise nicht und ich möchte euch kurz zeigen, was ich da genau meine. Und dafür hüpfe ich jetzt mal zum Dr. Kaboom. Übrigens, bevor jetzt die Leute wieder fragen, der Dr. Kaboom, der ist nicht tot, der lebt noch und der macht auch noch weiter brave Videos. Nur, wer das 100 Stunden Battlefield Video angeschaut hat, der weiß, dieses Video hat ein bisschen länger gedauert an der Bearbeitung. Denn der Kaboom, das ist keiner, der jeden Tag ein Video macht, sondern der bearbeitet seine Videos bis zum geht nicht mehr. Ich würde schon sagen, so ein Drang zum Perfekten, zum Perfektionismus besitzt er. Finde ich auch nicht schlimm, aber es wird auf jeden Fall da bald auch wieder ein neues Video kommen. Mehr Informationen würde ich euch jetzt hier erstmal nicht verraten. Aber auf jeden Fall, was ich extrem krass finde, es sind teilweise so, ich nenne es mal die Daumenquote. Ich bin keiner, der jetzt irgendwie auf Daumen hoch oder Daumen runter oder Aufrufzahlen oder so ein Scheiß wirklich aus ist. Man macht seine Zahlen, je nachdem, ein kleiner macht seine festen Zahlen, ein mittlerer macht seine festen Zahlen, ein großer macht seine festen Zahlen. Aber was ich doch wirklich krass finde, ist, wie sich das von den Kommentatoren her unterscheidet. Und da möchte ich heute mal so ein kleines Beispiel aufreißen und ich möchte, dass ihr das nicht als Flame seht. Ich möchte es einfach nur mal verstehen. Wir haben hier das 100 Stunden Battlefield Video vom Kaboom, was wirklich richtig krass bearbeitet worden ist. Wo Kaboom sicherlich monatelang dran hing. Ich glaube 4 oder 5 Monate. Ich weiß es gar nicht genau, wie lange er da dran hing, wenn nicht sogar noch länger. Und hat hier komplette Bewertungen gemacht etc. Wo er wirklich die Spiele auf seine wirklich an die Nieren geht und wirklich alles komplett, alle Vorurteile versucht auszumerzen und wirklich auch mit Max eine richtig geile Arbeit dahin geleistet hat, obwohl der Max, muss man auch mal ehrlich sagen, hat ja hier nur ein bisschen was vorgelabert und die Hauptarbeit hat Kaboom gemacht, aber trotzdem haben die beiden eine richtig geile Arbeit da geleistet, definitiv. Und ich glaube, jeder, der das Video gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Da braucht man kein Battlefield 3-Fan sein. Das Video ist einfach geil. Deshalb hat es, glaube ich, auch Electronic Arts auf deren Seite verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite es genau war. Auf jeden Fall haben sie es verlinkt. Und da sieht man erstmal, dass wir auf YouTube eine Möglichkeit haben, wirklich Aufmerksamkeit zu erreichen, zu erhalten, zu bekommen. So, und jetzt nehme ich mal einen Vergleich
ohne, ja, ich möchte euch, wie gesagt, nochmal bitten, flamet mich jetzt nicht zu. Ich weiß, es werden gleich einige Leute kommen. So. So, und zwar Hard am Limit. So, ich habe auch schon mit Elotrix drüber gelabert. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht rüberrennen und sagen, guck mal Elotrix, der heult dich an, der flamet dich zu. Nein, überhaupt nicht. Aber ich vergleiche jetzt mal diese beiden Videos einfach mal so, wie es Kaboom mit Battlefield und Modern Warfare 3 gemacht hat. Beziehungsweise so, wie er die Vorurteile ausgegrenzt hat. Kaboom hat hier ein Video gemacht, wo er ungefähr 5 Monate dran gesessen hat. So. Elotrix hat ein Video gemacht, wo er ungefähr 1 Tag dran gesessen hat. Vielleicht 2 Tage. So. Das Video dauert 1,5 Stunden. Eine ordentliche Länge, richtig lange Arbeit steckt da drin. 15 Minuten. Jeder einzelne, ja, wie soll ich sagen? Hä? Was ist denn das hier? Nee, will ich nicht. So, jedes einzelne Wort genauestens überlegt, genau zusammengepasst, etc. Einfach drauf losgelabert, live kommentiert. Halt das Besondere an diesem Video. So, und wenn man sich jetzt mal die Zahlen vergleicht, Kaboom, 300.000 Aufrufe, Elotrix, das Dreifache fast, ein bisschen mehr sogar noch. Aufrufzahlen, gefällt mir, 14.180, 21.000. So, das heißt, boah, ordentlich mehr. Jetzt gucken wir mal Favoriten, 5.666 zu, ich wäre beinahe auf Mailen gegangen, zu knapp 3.000. Kommentare auch das Doppelte. Da ist für mich jetzt einfach nur, ich möchte Elotrix nicht flamen. Er macht sein Ding, ist okay. Ob es gut ist oder schlecht, ist eine andere Sache. Ich muss sagen, das weiß er auch, mir gefällt es nicht, weil ich denke, wir haben in einer gewissen Art und Weise eine spezielle Vorbildfunktion, aber das weiß er auch, wie ich darüber denke. Also wie gesagt, das ist kein Flame, ihr braucht jetzt nicht rüberrennen. Ich möchte einfach nur das Ganze so ein bisschen mal verstehen. Wann gebt ihr einen Daumen nach unten? Also ich muss sagen, hier kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, das Video ist zwar nicht lustig, aber ich respektiere die Arbeit, die dahinter steckt. Ich respektiere das, was hier geleistet wurde, um mich zu unterhalten und das 1,5 Stunden lang. Hier kann man sagen, okay, es war lustig, ich habe 15 Minuten gelacht, okay, gebe einen Daumen hoch. Das ist so für mich das Verhältnis, wo ich sagen würde, da könnte man sagen, okay, ich würde beiden Videos da einen Daumen hoch geben, wenn ich hier den gleichen Humor habe. Aber letztendlich, man macht sich doch als Kommentator sehr viele Gedanken. Sehr viele Gedanken. Über was soll ich als nächstes kommentieren, was soll ich als nächstes machen, was soll ich als nächstes sagen. Und man weiß nicht so genau, ist es genau das, was die Leute hören wollen, etc.? Ja, nein. So, und man kriegt durch die Daumen und die Aufrufzahlen ein Feedback. So, und dieses Feedback versuchen wir natürlich für uns umzusetzen, um daraus das Bessere zu machen. Genauso ist es bei mir auch. Ich habe gesehen, dass viele Leute mein Twilights mögen, darauf abfahren. Also wird es auch ein bisschen mehr Twilights davon geben, weil es den Leuten einfach nur gefällt. Klar, so ein Uncharted bin ich ein bisschen zu lahmarschig, genauso wie bei I Am Alive, was auch bald wieder kommen wird, bin ich ein bisschen zu lahmarschig. Und dafür kriege ich auch die Quittung, dass die Aufrufzahlen schlecht sind. Gar keine Frage. Deine Karriere auf YouTube wird übrigens auch weitergehen. Da wird auch das nächste Video von Kaboom gehen. Von Kaboom wird da das nächste Video kommen zum großen Thema Commentaries. Was, wie, wo, weshalb, warum. Also da wird es auch weitergehen. Also das kann ich da verstehen, wenn man da nicht am Ball ist. Beziehungsweise weil ich da zu lahmarschig bin, dass es so ein bisschen runterzieht. So, und das ist einfach so das Feedback, was wir Kommentatoren nutzen, um damit zu arbeiten. Ich möchte nochmal sagen, es ist kein Flame gegenüber Elotrix, es geht einfach nur, es ist einfach nur ein Beispielvideo. So. So, das heißt, letztendlich, wenn man sich jetzt das große Fazit anschaut, mein Fazit, ist ein Video, was in 2 Tagen erstellt worden ist, für euch interessanter als ein Video, was in 5 Monaten erstellt worden ist. Wenn ich mir einfach nur die ganzen Werte anschaue. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil letztendlich kommen wir da zu einem gewissen Art und Weise zu einem Bereich, sage ich mal,
Nee, ich werde es jetzt nicht sagen. Nee, werde ich nicht. Auf jeden Fall, ich möchte mal gerne eure Meinung dazu wissen. Das heißt, diesen Newsflash nutze ich heute mal, um mal wirklich von euch eine Meinung zu bekommen, um, ja, damit ihr mir mal die News gibt. Warum ist das so, eurer Meinung nach? Damit ich es verstehen kann. Das würde mich mal wirklich brennend interessieren, wie ihr das Ganze seht, falls ihr überhaupt noch dabei seid. Ja, aber wer mir das reinschreibt, der ist auf jeden Fall noch dabei. Und ja, an dieser Stelle kann ich nur sagen, adios muchachos, macht es gut, bis zum nächsten Mal, gut, tschüss, euer Commander Krieger. Ich habe es auch heute mal, glaube ich, kurz gehalten, 20 Minütchen nur. Ja, kommen ja heute noch 2 Videos. Nee, ich bin mal wirklich auf eure auf eure Antworten da gespannt, was da so zusammenkommt. Woher ihr kommt oder beziehungsweise was ihr so mögt, wann gebt ihr einen Daumen hoch, wann sagt ihr, ich schaue mir das Video ein zweites Mal an oder ich schalte vorher ab, gebt vielleicht einen Daumen nach unten. Das würde mich mal interessieren, wie ist da eure Hemmschwelle, einen Daumen nach oben zu gehen oder einen Daumen nach unten zu geben, wie sieht das Ganze bei euch aus, wann schaut ihr euch ein Video halt nochmal an. Das würde mich mal wirklich interessieren, wie das Ganze da bei euch aufgebaut ist. Ich kann es einfach nur sagen, ich schaue mir an, ob die Qualität stimmt, ob die Arbeit dahinter stimmt und ob das Ganze in einem gesunden Verhältnis ist. Und dann hat für mich ein Video einen Daumen hoch verdient. Ihr braucht mir jetzt nicht Nachrichten schicken, da muss ich jetzt mal wieder meine Standardsache reinschreiben. Ihr braucht mir bitte keine Videos schicken. Ey, ich bin neu auf YouTube, ich bin seit 5 Jahren auf YouTube, ich krieg's nicht hin, ich krieg keine Abonnenten, guckt ihr doch mal mein Video an. Davon ist mein Postfach leider voll. Ich schaffe es nicht. Und wenn ich einen raussuchen würde und würde ihm was schreiben, ich habe es ungefähr 5 Mal gemacht, dann kriege ich irgendwie nach 3 Monaten eine Nachricht zurück. Auch vielen Dank, dass du mir geantwortet hast. Ja, aber ich werde mit YouTube aufhören. Dann denke ich mir so, ja, vielen Dank. Ich habe da wirklich teilweise richtige Romane geschrieben, was man verbessern könnte, beziehungsweise mit einer offenen Kritik gearbeitet, und deshalb lasse ich sowas mache ich dann mal im Livestream in Form einer Kanalbewertung oder sowas und halte mich da ein bisschen zurück. So. Ja. Also bitte fragt mich nicht, ob ich euer Gameplay auf meinem Kanal hochladen möchte, oder fragt mich bitte nicht, ob ich euch euren Kanal bewerten kann oder euch einen Tipp geben kann. Die Tipps, die ihr von mir kriegen könnt, die werdet ihr bei Deine Karriere auf YouTube finden, beziehungsweise das wird auch noch wesentlich weiter ausgebaut, wenn ich da das Video bekomme. Das verspreche ich euch. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, ja, knüppelt mal was in die Videokommentare, lasst mir mal ein Feedback da. Und ich verabschiede mich mit einem guten Tschüss, adios muchachos, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger. Bis denn, tschüss.